Es ist eine echte Überraschung, dass König Philippe von Belgien zu seiner Reise nach Französisch-Guayana nicht Gattin Mathilde, sondern seinen ältesten Sohn Prinz Gabriel als Begleitung mitnimmt. Der 19-Jährige absolviert nur selten Termine und wenn, dann mit der ganzen Familie. Derzeit studiert der Royal eigentlich an der Königlichen Militärschule von Belgien. Die Osterferien nutzt er nun jedoch, um seinen Vater auf seiner Reise zu begleiten. Den 62-Jährigen dürfte das freuen, kann er so doch am besten seine Leidenschaft für die Raumfahrt mit seinem Sohn teilen. Und so besucht das Vater-Sohn-Duo, wohlgemerkt ständig im schicken Partnerlook inklusive Kappen, das Raumfahrtzentrum Guayana. Dort besteigen die Royals zwar keine Rakete, aber dafür einen Helikopter. Stilsicher mit Sonnenbrille setzt sich Gabriel nach vorne ins Cockpit. Papa Philippe muss hinten Platz nehmen, scheint es dem 19-Jährigen allerdings nicht übel zu nehmen. Das sieht doch nach einem gelungenen Auftakt der Auslandsreise aus.